Guten Abend, meine Damen und Herren. Für das nun folgende Programm bitte ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit. Für das nun folgende Programm bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, ich kann ein Buch nicht finden. Was? Die Bücher sind ja völlig ungeordnet. Was soll das heißen? Sind doch alle bestens geordnet. Hier sind alle roten Bücher, dort hinten alle blauen und dort drüben alle grünen. Soll das heißen, Sie haben die Bücher nach Farben sortiert? Sieht doch sehr hübsch aus, finden Sie nicht? Na ja, hübsch aussehen tut schon, nur wenn man ein Buch sucht, da hilft das wenig. Ja, welches Buch hätten Sie denn gern? Heiße Spuren von Meier Karl. Heiße Spuren von Meier Karl. Gleich Meier Karl, da haben wir es ja. Es ist ein grünes Buch, es steht dort drüben bei den Grünen. Aber da stehen tausende von grünen Büchern. Natürlich haben wir die Bücher unterteilt. Ach so, Gott sei Dank. Die großen Bücher finden Sie oben und die kleinen unten. Die großen oben und die kleinen unten? Ja, ist es nun ein kleines oder ein großes Buch? Ja, woher soll ich das wissen? Sie sind nicht sehr hilfreich. Also das ist doch wirklich unerhört. Ich soll nicht sehr hilfreich sein? Wie soll man denn bei Ihnen ein Buch finden, wenn... Ich habe gerade heute Morgen ein Buch gefunden, auf Anhieb. Ach nee. Und was war das bitte für ein Buch? Ein kleines rotes. Ich bin weder an der Farbe noch an der Größe eines Buches speziell interessiert. In dem Fall haben wir Kopien von allen Büchern im ersten Stock. Nicht geordnet nach Farben und Größe? Nein. Sehr gut. Dann können Sie mir jetzt sicher auch verraten, wo ich im ersten Stock eine Kopie von Meyers Heiße Sporen finde. Ein Western? Ja. Ist es ein dünner oder ein dicker Western? Wie? Die dicken finden Sie auf der linken Seite, die dünnen auf der rechten. Also sowas gibt es ja nicht. Grüne Bücher, große Bücher, dünne Bücher. Jetzt hören Sie endlich mal auf mit Ihrem Heck-Meck. Heck-Meck, Hecke, Heckenschütze, Heck-Meck. Kuno oder Walter Heck-Meck? Ihr System meine ich. Absoluter Heck-Meck. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber ich beschwere mich. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie mir sagen würden, wo Meyers heiße Sporen sind. Momentchen mal, ja? Guten Tag, Fräulein Brösel. Nun, wie hat Ihnen das Buch gefallen? Ach, es war herrlich. Die aufregendste Liebesgeschichte, die ich je gelesen habe. Oh, beide waren so leidenschaftlich. Jedes Mal, wenn sie beisammen waren, hat er sie... Ah, und sie war so... Oh, und ständig haben sie... Ah, er hat einfach nicht von ihr lassen können. Sie kam immer wieder zu ihm. Oh, und er war einfach so... Welches Buch wollen Sie denn? Ich glaube, ich nehme das dicke Blaue.